Hallo und herzlich willkommen zu einem Simulator der anderen Art. Es ist nicht der Ziegensimulator. Heute ist es der Tatortreiniger, Crime Scene Cleaner. Einstellung habe ich eben ohne euch gemacht und wir gehen jetzt in ein neues Spiel. It's open, just come in. Hi, is Mark back home already? He should be in a few minutes. Do you want something to drink while waiting? No thanks. Oh, das sind wir. Finde dein Handy. Oh ja, das ist, Na? Dexter, what are you doing up, boy? Hallo, Dexter. Ja, der ist wach, weil dein Telefon klingelt. Ja. I need your services, man. Son of a bitch was having an affair with my wife. So I just offed him and his entire family. The problem is I didn't really think it through, so you'll need to get rid of the surveillance footage as well. I'll send you the address over email. I just need to wash this blood off me first. That doesn't sound good, but duty calls. Oh, okay. Ja, wir haben einen Auftrag, um einen Tatort zu reinigen. Was ist E? Wie kann ich... Okay. Das kann ich nicht aussprechen. Nee, lassen wir das. Beim Betrachten der Pracht des von Venedig inspirierten Wunders wurden die Jammans dazu inspiriert, dieses Opus als Hommage an seine Großartigkeit zu erschaffen. Okay. Oh, das habe ich eingepackt. Mission von deinem Computer annehmen. Ich kann alles anpacken. Drehen, das loswirft. Ah, okay. That's okay. Oh, ich kann noch gegen Sachen laufen. Okay, einmal E, einmal linker Mausbutton. Aber diese Maus ist... Ja, blim. Ist mir noch ein Ticken-Tacken zu schnell. Ich weiß übrigens nicht, wo war es? War es hier? Einmal das hier. Hier, Bluteinstellung sicher, habe ich gemacht. Ich denke... dass es dann nicht so krass aussieht, was ja für YouTube okay ist. Drücken Sie T, um den Codex-Eintrag anzusehen. Sammeln Objekte. Ist das... Das ist auf Ihrem Weg finden Sie einige faszinierende Sammelobjekte. Einige davon könnten sich als Beweismittel herausstellen. Sie müssen diese mitnehmen, sonst riskieren Sie die Mission zu verfehlen. Jedes Sammelobjekt hat ein eigenes Symbol, das anzeigt, zu welcher Kategorie es gehört. Beweis, Schlüssel, Kassette oder Story-Sammelobjekt. Okay, unsere Wohnung ist quasi das Tutorial, wo ich sehe, was ich einsammeln kann. Beweis, Schlüssel, Kassette oder Story-Sammelobjekt. Sammelobjekte inspizieren. Okay. Das war das. Henne. Ja, das habe ich doch schon. Ich habe doch schon einen Apfel geschlagen. E. Holt sammeln. Okay. Zuhause. Ihr Zuhause ist ihre Festung. Es ist der Ort, zu dem sie immer nach einer Mission zurückkehren und von dem aus sie zum nächsten aufbrechen. Da das die Demo-Version ist, glaube ich, dass wir nur einen Ort haben.
glaube ich. Ich habe nicht gelesen, ich habe nur gesehen, dass es raus ist und habe es eben installiert und jetzt nehme ich es auf. Sie leben hier mit ihrer Tochter Elena und ihrem Hund Dexter. Der Computer im Keller, ah, okay, ich bin richtig gelaufen, dient als ihr Kommandozentrum, wo sie neue Missionen starten können. Die Garage ist der Ort, von dem aus sie zur Mission aufbrechen. Denken Sie daran, dass Sie, um das Haus zu verlassen, zuerst eine Mission am Computer im Keller annehmen müssen. Sie ist die Tochter von Herrn Kowalski. Wie sind Herr Kowalski? Sie leidet an einer schweren Krankheit und benötigt sehr teure Behandlungen. Ach, deswegen machen wir das. Herr Kowalski, er verlor seine Frau. Ach, das noch. Vor einigen Jahren und wurde ein alleinerziehender Vater. Herr Kowalski arbeitet als Hausmeister an einer Schule. Das klingt irgendwie nach Klischee, aber gut. Aber sein Gehalt reicht nicht aus, um die Behandlung für seine schwer kranke Tochter zu decken. Daher hat er sich entschlossen, zusätzlich gefährliche Jobs wie das Säubern von Tatorten anzunehmen. Fähigkeiten. Okay. Hochdruckreiniger, Werkzeugwasser allgemein. Musik. Ist das eine gute Idee? Ich weiß nicht. Ach, das ist die Kassette, die ich gefunden habe. Okay. Ja, dann müssen wir die auch hören. Not everyone thinks I'm a loser. Okay. Ich hätte das vielleicht danach machen sollen. Herr Kowalski, ich war der Typ, den Sie vor 3 Jahren beim Crack-Rauchen im Badezimmer erwischt haben. Sie haben mich nicht nur beim Rektor verpfiffen, sondern auch noch etwas gesagt wie, das Leben ist oft miserabel, aber Drogen machen es nur für einen Moment besser und das lohnt sich auf lange Sicht einfach nicht. Das stimmt. Sie sind der Grund, warum ich eine Entziehungskur gemacht habe. Es hat ja positiven Einfluss auf die Menschen, auch wenn er einen komischen Job hat. Es hat funktioniert. Ich bin jetzt clean. Also danke. Sie waren der coolste Erwachsene in unserer Schule. Ich hoffe, das wissen Sie mittlerweile. Alles Gute, Eric. Ende. Enter. Oh, kann ich. Hey, oh mein Gott, ich kann springen. Ich habe es nicht getestet. Oh, ich glaube, das ist nicht so gut. Ich kann das nicht lesen. Oh, nicht den Router, den brauchen wir vielleicht noch. Okay. Erinnerung an bevorstehenden Arzttermin. Herr Kowalski, Ihre Tochter hat ihren gestrigen Termin verpasst und ich finde das sehr beunruhigend. Beim letzten Gespräch haben Sie mir versichert, dass Elenas Gesundheit und Wohl gerade Ihre höchste Priorität ist. Bitte kontaktieren Sie mich so schnell wie möglich. Ohne angemessene Behandlung wird Elena nie wieder gesund werden. Dessen, hoffe ich, sind Sie sich bewusst. Ja, okay. Grabrenovierung. Ich weiß, es ist erst 5 Jahre her, dass Ihre Frau verstorben ist, aber das wirklich schreckliche Wetter in Kombination mit der hohen Luftverschmutzung, wo wohnen wir nochmal? Beschleunigt den Verfall von Grabsteinen. Ich kann Ihnen einen Rabatt von 20% für die Renovierung des Grabes Ihrer Frau anbieten, so dass es nur $320 kosten wird. Das ist ein Schnäppchen, glauben Sie mir. Nee. Kann ich das irgendwie markieren? Opferzahl 5. Größte Standorts 3. 15.000. Fahren Sie direkt zu King's Crossing Street 6 im Bezirk Cremptons. Löschen Sie die Überwachungsaufnahmen. 3 Ausrufezeichen. Sie werden 5 Leichensäcke brauchen. Vergessen Sie nicht den toten Mistkerl im Keller. Oh Gott. Machen Sie es schön sauber und vermassen Sie das nicht. Das sind sehr viele Ausrufezeichen hier. Denken Sie daran, Sie sind uns etwas schuldig, M. Okay. Hat er sich gerade gekratzt oder was?
Muss ich diese Leichensäcke mitnehmen? Und wenn ja, wo sind die? Ich würde gerne das Lied von eben nochmal hören. Ah, da unten ist so ein Ding, wo ich hin muss. Aber ich wollte noch einmal gucken. Und außerdem muss ich dem Hund sagen, dass ich weg bin. Hat der Hund keinen Napf? Doch, der Hund hat einen Napf. Ist das Hundefutter? Das ist Hundefutter. Ich würde gerne... Also das finde ich jetzt schon wichtig. Ich hätte gern Dosenöffner. So, das ist der Apfel, den ich geschlagen habe. Geht ihr weiter, auch wenn ich weiter wegstehe? Nein. Exist to be happy, not to impressed. Ja, existieren, um glücklich zu sein und nicht, um andere zu beeindrucken. Ich will meinem Hund was zu essen geben. Guck mal, ja, guck mal, guck mal. Oh, Entschuldigung. Sorry, Dexter, but it's no time for a walk. Okay, du weißt Bescheid. Ich gehe jetzt. Ist unsere Tochter nicht hier? Ich dachte, wir fahren noch vom Keller raus. Oh, eine Kassette. Oh ja. Gib dich dem Wind hin und lass deinen Geist im launischen Chaos der Himmel schweigen. Oh. When my daughter's life is at stake, I'm not taking no for an answer. Na? Coole, da ist das Lied wieder. Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen offiziell im Namen des gesamten Personals gratulieren. Heute jährt sich zum 10. Mal Ihr Arbeitsbeginn an unserer Schule. Wir alle fühlen uns sehr glücklich, Sie als Hausmeister hier zu haben. Es sind Menschen wie wir, engagiert, fleißig, bescheiden, die wirklich den Unterschied ausmachen. Noch einmal herzlichen Glückwunsch mit freundlichen Grüßen, Laura Palmer, Schulleiterin. PS, persönlich bedauere ich zutiefst, dass wir Ihnen die Gehaltserhöhung, die Sie vor einigen Wochen beantragt haben, nicht gewähren können. Vielleicht klappt es nächstes Jahr. Bleh. Ja, und hier sind bestimmt Rechnungen und so. Herzlich, ne? Ich glaube, das solltest du machen, wenn du dein Bett da mal weggeschoben hast. Noch eine Ente. Was kann ich hier untersuchen? Elena. Oh. She's still in the hospital. Hä? Was bin ich hier? Huch, ich habe gar gedacht, das wäre eine Ratte. Okay, verstehe ich wohl irgendwie nicht. Ach so, sie ist im Krankenhaus. Okay. Eine Kassette. So. Swishy Swoop. So smooth. Wo habe ich das nochmal einstellen können? Ich habe gerade Q gedrückt und es hat ein komisches Geräusch gemacht. Was habe ich getan? War das? Nee. Wo habe ich denn das getan? Ist schon. Was passiert denn hier? Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich glaube M. Hier, spiel mal da weiter.
Fixations, okay. Also, Tochter ist nicht da, Hund weiß Bescheid. Hier ist tot unter der Tür. Gucken wir uns noch die Garage hier an. Okay. Was ist das? Ach so. Okay. Kann ich einfach jetzt so losfahren, was mit den Leichensäcken, die ich... Oh, das ist cool. Wenn ich mal aufräumen würde, könnte ich das auch an meine Werkzeugwand hängen. So. Dann, ja, steigen wir ein. Haus von Herrn Castle. Okay. Achso. Ein impulsiver Mafioso hat eine Gruppe von Menschen in der Villa eines reichen Mannes getötet. Er hinterließ 5 Leichen und 4 Beweise. Ich muss seine Unordnung beseitigen, bevor die Polizei eintrifft. Haben wir da eine Zeitvorgabe? Ich hoffe nicht. It'll be a long night. Villa Massacre auf. Calm before the storm. It was supposed to be a little cleaning trip for a not so little rich man's villa, earning myself some extra cash from a new client. Instead, it was the beginning of a devastating chain of events. Oh oh. Gott, sieht das da so aus? Wir sind da. Oh, ich konnte das Autoradio nicht einschalten, ich wollte. Ich muss auf jeden Fall noch mehr Kassetten finden. Kann ich auch einfach wieder fahren? Okay, nee. Was ist cool? Achso, dann zeigt er mir irgendwas an. Time to look for the bodies. Um den Codex-Eintrag zu sehen. Ausrüsten, okay. Das konnte ich jetzt nicht ausrüsten. Ich höre die Polizei. Uah. Brauche ich einen Eimer? Kann ich den ausrüsten? Nee. Codex-Eintrag, was denn? Wo denn? Das habe ich doch. Kunde aus der Villa, Samabiosi, anschließend. Und hat entdeckt, dass seine Frau Bianca eine Affäre mit einem IT-Millionär hat. Dass, wenn man mit einem Mafiosi zusammen ist, dann sollte man das niemals tun. Und auch so nicht, aber dann erst recht nicht. Aus Rache ist er in die Villa des Millionärs eingebrochen und hat die gesamte Familie einschließlich der Bediensteten ermordet. Ja, supi. Wie ist die Tochter? Nein, ja, das wusste ich schon. Hä? E-Kodex öffnen. Was denn? Achso, Sammelobjekte. Ja, das habe ich doch auch jetzt schon. Quests. Werkzeuge, Hände. Um einige Dinge aufzuheben oder einige Reparaturfähigkeiten zu verwenden, müssen Sie zuerst Ihre Hände ausrüsten. Öffnen Sie das Werkzeugrad und fahren Sie mit der Maus darüber, um Ihre Hände auszuwählen. Klicken Sie, oder klicken Sie die zugewiesene Taste. Tab 1 Hände ausrüsten. Aufheben, ablegen, werfen. Okay. So, können wir den Codex öffnen? Wo denn? Ich habe doch jetzt alles hier. Muss ich auch irgendwas klicken? Das bitte. Spiel. Codex. Hab ich. Ach, neu. Oh, Entschuldigung. Zu Hause, das habe ich doch schon alles gedrückt. Willst du mich ärgern? Du kannst mir jetzt mal... Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken.
Hi. Geh weg mit deinem Tee-Kodex öffnen. Bringen Sie Tee in den Kodex-Eintrag zu sehen. Werkzeugrad. Werkzeugrad öffnen. Kategorie werden Werkzeug aufgeben. Aufheben und werfen. Einzelne ausrüsten. Ja. 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 Kann es auch so. Ich will diesen blöden Kodex-Eintrag nicht lesen. Ort freigeschaltet, Schwimmbecken. Einen Weg in die Villa finden, entsorge die Körper, Beweise sammeln, werte den Müll los, wische das ganze Blut ab. Hart. Maybe the pool boy has a key on him. Was habe ich getan? Ja, ich mache das einfach mal. Holy fuck. Bloodbath. Ah, ich verstehe. Blut ist sicher. Es ist jetzt nicht mehr blutig. Es ist jetzt bunt. Ich glaube, dann sehe ich es vielleicht auch besser. Können ja einmal so ein bisschen den Unterschied gucken. Gehen wir mal so an den Bildschirmrand. Da. Einstellungen. Wo war das wieder? Ich bin doof, ich sehe es nicht. Hier. Ja, ich glaube, ja, ich bleibe auf jeden Fall bei bunt. Allgemein und sicher. Ja. Habe ich den Pool jetzt voll laufen lassen eigentlich? Nein, hier war das nicht. Das war hier. So. Tee, um Kodex-Eintrag zu sehen. Okay. Überall am Tatort findet sich Müll, der später als Beweismittel dienen kann. Sie müssen ihn in ihren Mülleimer sammeln. Werkzeugrad öffnen, 3 Mülleimer ausrüsten. Mob. Das ist für mich kein Mob, aber gut. Da kannst du auch gar nicht viel mit aufnehmen. Ja, gut. Ein Mob ist eines der wichtigsten Werkzeuge in ihrem Beruf. Sie verwenden ihn, um Blutflecken, Schlamm. Himmel. Okay. Und alles andere, was für ihre Aufgabe erforderlich ist, zu reinigen. Mit der Zeit wird der Mob schmutzig. Ja, mit der Zeit. Nach einem Zug eigentlich. Aber gut. Und wenn er das maximale Verschmutzungsniveau erreicht, beginnt er, mehr Flecken zu hinterlassen, statt sie zu entfernen. Dann sollten Sie Ihren Mob in einem Eimer mit Wasser ausspülen. Werkzeugrad öffnen, Mob verwenden, linke Maustaste am Eimer, Mob ausbringen, Mülleimer. Ja, das. Ein Mülleimer ist eines der Grundwerkzeuge. Sie einzusammeln oder mehrere Abfälle zu markieren, auf einmal einzusammeln. Moment, was? Sobald Sie den Müll einmal ausgerüstet haben, haben Sie die Möglichkeit zu sammeln oder mehrere Abfälle zu markieren und auf einmal zu sammeln, indem Sie die Maustaste gedrückt halten. Wenn der Müll einmal voll ist, klicken Sie einfach auf rechts und ein Müllsack erscheint, der dann zu einem Abholpunkt gebracht werden sollte. 2 Müllsammler halten, erstellen. So, gibt es noch was anderes Neues? Nein? Dann können wir das ja wieder schließen. Tab 3. Wie kann ich denn hier halten? Ah, okay. Zack, weg ist es.
Okay. Ich sollte da wahrscheinlich nicht durchlatschen. Mich erinnert das sehr an Viscera Cleanup. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Aber das war auch so. Da durfte man nämlich da nicht durchlatschen. Ich werde es nicht ausprobieren. Drücken Sie T, um den Codex-Eintrag zu sehen. Mop-Hochdruckreiniger. Entfernt ein Schwamm effektive hartnäckige Flecken auf rauen Materialien, hat aber eine kleinere Reinigungsreichweite, während ein Hochdruckreiniger große Flecken aber leicht Objekte beschädigen kann. Wähle die passenden Werkzeuge für die Situation, denen du begegnest. Okay. Sag mal, kannst du nicht einmal einfach alles erklären? Schwamm, ja, ganz toller Schwamm. Ich glaube, gleich ist mein Mob voll. Erklärst du mir auch, wie ich das mache? Ich habe hier keine Zeit, ne? Hier ist keine Zeit eingeblendet. Macht er noch sauber? Reinigungsartikel ausstatten 2. 4. Wie? Ah! Nicht da durchlatschen. E benutzen. E? Hallo? Okay. Dann halt nicht. 5. Ja, das ist ja fein. Mit einem Schwämmchen. Wie viel du mit einem Schwamm aufwischen kannst. Das ist ja faszinierend. Wo sage ich mal eine tolle Musik hin? Ich kann gedrückt halten, oh, das ist ja auch gut. Wie viel passt in diesen Schwamm? Aber er wird ein bisschen dreckiger, das sehe ich. Einen Weg in die Villa finden. Ich will aber noch nicht in die Villa, ich will das jetzt hier machen. Huch, nein, 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 wir machen hier nichts dreckig. Ich mache jetzt erst den Pool hier sauber, aber irgendwie. Moment, gucken wir doch mal, was haben wir denn hier? Eimer. Sie können ihn mit Wasser und Reinigungsmitteln füllen. Okay, guck mal, dann ist das da vorne. Okay, bist du von alleine auf? Ja, okay. Mein Mob. Okay, kann ich den Schwamm darin auch sauber machen? Sag mal. Okay. Okay. Bist du, kann ich, wie kann ich dich drehen mit dem Mausrad? Was ist mit deiner Unterseite? Sie nicht dreckig. Ui, 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 ui. Ja, ich kann zwei Teile auf einmal rausbringen. Komm, hopp, 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 hopp. Ist doch nicht dreckig, oder?
Naja. Da sind ja Pilze drauf. Oh. Hi. Wo ist mein Mob da? Also wenn er hier so viele Leute umgebracht hat, ne? Oh, Entschuldigung. Das muss doch irgendein Nachbar gehört haben. Stellen Sie den Eimer an der Wasserquelle ab, um kontaminiertes Wasser zu ersetzen. Oh, jetzt ist es vorbei. Okay. Bist du kontaminiert jetzt? Ich weiß es nicht. Ja, du willst mir wahrscheinlich zeigen, wie man... Okay. Das war der Schwamm 5, ne? Wie man die Leiche da wegbringt. Würde das mal in echt so schnell gehen, ne? Es geht ja mit dem Schwamm fast besser. Der Schwamm macht keine Flecken, wenn er voll ist. Ich glaube, ich mag den Schwamm. Es geht nicht. Okay. Okay. Kann ich dich auch mit? Ich kann dich mitnehmen. Verlierst du Wasser? Guck mal. Das ist doch fein. Oh, ich vergaß. Workshop. Tip, 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 tip. Ist nix dran. Nein, wird er noch dreckiger, man das dann? Ja, er wird dreckiger, okay. Machen wir jetzt. Ist mein Wasser, aber ja, pfui. Oh, jetzt ist es schon pfui. Gut, dann nehmen wir nochmal den Schwamm. Den habe ich auch nicht ausgespült. Oh nein. Kann ich den noch ausspülen? Nein. Kann ich noch irgendwas damit wegwischen? Hä? Sind wir denn da? Nein, okay. Ja. Sag mir nicht. Nein. Hoffentlich habe ich keine Fußabdrücke gemacht. Ja, ja. Ah. Erstmal du. Und du auch. Alles gut hier? Reiniger Sinn? Was ist ein Reiniger Sinn? Okay, er hat jetzt das angezeigt. Müsste mir ja hier auch irgendwelche Flecken anzeigen. Ein Reiniger Sinn. Den habe ich auch. Geh mal hier rüber, bitte. Was sind jetzt hier eigentlich mit der Musik? Was war es? M. Ich
Ist das immer noch das? Läuft das hier gerade? Sechs Minuten und danach kommt Swishy Swoop. Okay. Eine komische Musikauswahl. Ich glaube, ich bleibe beim Schwamm, ne? Der ist schneller. Aber er kann Sachen kaputt machen, stand da, ne? Also, Gemälde würde ich damit jetzt nicht tun. Wische das ganze Blut ab. Okay, werde den Müll los. Erstmal bringen wir dich wieder weg. Diesmal O8. Entsorge die Körper. T-Kodex öffnen. Reinigungssinn, ja, das haben wir gerade festgestellt. Hochdruckreiniger. Station ausrüsten. Hochdruckreiniger ausrüsten. E an der Station. Ah, okay, um den zu benutzen, brauche ich eine Station. Land zum Nutzen, Reinigung muss weg. Moment, E? Auf Station Landsorgen absetzen. Das habe ich irgendwie nicht ganz kapiert damit. Wieso muss man den dreimal erklären? Den hätte ich füllen müssen, ne? Eimer. Warte mal. Werkzeugrad. Hochdruckreiniger. Eine Station absetzen. Okay, warte mal. Geh mal rein. Ah. Interessant. Komm mit. So, Müll. Okay. Klopp. Tipp, 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 tipp. Alles mit. Ist das auch Müll? Nein. Ist das Müll? Eigentlich ist es ja Müll. Oh, guck mal, da liegt Geld. Toller, das ist so ein gutes Trinkgeld. Müll, okay, der Reinigersinn. Vielleicht den Müll mit, der muss irgendwo hin hinterher, ne? That's where he was shot for the first time. Managed to walk a few steps and fell into the water. Maybe a short circuit would do the job. Dann kurz Schluss. Okay. Einiger Sinn. Zum Wegschmeißen hier. Nö, okay. Da drin ist noch Blut. Schöne Werkzeuge für spezialisierte Bedürfnisse. Eine Axt, ein Ozonisator macht Flecken in der Nähe. Wieder zu reinigen? What? Cleaning procedure finished. Oh. I can remove up to 99% of harmful products. So exciting. Yuki Pure. Okay. Wo muss ich denn diesen Sack hinbringen eigentlich? Das, was er mir da anzeigt? Mal hin. Zu meinem Auto? Stimmt, ne? Das ist bestimmt mitnehmen. Was?
war das? So, du hast was im Kurzschluss gesagt. Hier ist so ein Dings. Nein? Aber ich könnte das mal wieder füllen, ne? Hier, geh mal rein. Da stand ja, Blut ist beseitigt, ne? Das ist mein Auto, aber wir müssen Beweise sammeln. Okay, wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Da war ich, ne? Oder auch nicht? Aber doch. Nicht kaputt gehen. Sieht doch alles wieder safe aus hier, ne? Oh. Sportskanone. Haha. Ja, wir haben ja einen Job zu erledigen, aber ich spiele erstmal. Ja, dann nicht. Und ich als Kind schon nicht. So, was denn hier? Oh, ich habe eine Katze vor der Tür. Moment mal. Inkognito-Modus, Klopapier, was ist das? Ich will das nicht wissen. Ich dachte, ich finde hier irgendwelche Beweise für den Mord und nicht für andere Dinge. Sollte ich hier sein? Oh. Ach, Moment, warte mal. Ich habe das Wasser einlaufen lassen. Da ist aber noch jemand drin. Ah, nein. Das habe ich wohl übersehen. Wie krieg ich dich denn weg? Brauchen Sie Licht? Oh Gott, sag mir nicht, ich muss sich ihn zerteilen. Nein. Kann ich dich in den Mülleimer packen? Echt jetzt? Entschuldigung. Wie krieg ich dich entsorgt? One shot in the back, one in the head. He didn't really stand a chance. Wo bring ich dich hin? Zum Auto? Okay. Ah. Gott, ich höre die Polizei. So, aber jetzt. Irgendwo hier am Schwimmbecken muss ich noch Beweise sammeln. Ja. Kann ich dich eigentlich mitnehmen? Ich hab dich mitgenommen, oder? Ja. Okay, warte mal.
Vielleicht habe ich ja auch noch den hier. So. Ich denke, ich habe die jetzt mit. Ich hoffe. So, jetzt sagen wir nochmal hier. Was möchtest du? I kind of want to smash it, but I'm here to clean up the mess, not make more of it. Won't budge. Looks like some kind of electronic lock. Ich hab doch einen Schlüssel vorhin gefunden. Ja gut, Electronic Lock. Das heißt, ich brauche Zahlen. Vielleicht euch drücken. Maybe a short circuit would do the job. Ich würde einen Kurzschluss. Hier, Kurzschluss. Nein? Okay. Pizza gegeben. Wie komme ich denn da rein? Ah, T-Kodex öffnen. Ein Luftreinigungswerkzeug, das nahegelegene Flecken schwächt, sodass sie leichter und schneller weggewaschen werden können. Stimme ändern. Stehlen. Das gesamte Spiel dreht sich um das Sammeln von Geld für die Behandlung ihrer kranken Tochter. Manchmal finden sie ihre Bezahlung nicht ausreichend. Es gibt viele wertvolle Gegenstände am Tatort und einige davon können gestohlen werden. Um einen wertvollen Gegenstand zu stehlen und ihn für etwas zusätzliches Geld zu verkaufen, bewegen Sie Ihren Mauszeiger über den Gegenstand und drücken Sie E. E für stehlen. Bringen wir mal eben ein Schlückchen Kaffee trinken. Orte. Abholpunkt. Ja, das habe ich selber herausgefunden. Kunde aus der Villa. Ja. Aber wie bekommen wir diese Türe auf? Vielleicht doch der Hochdruckreiniger. Ich glaube nicht. Ich habe Lampen mit. Nee, das möchte ich nicht. Ja, es macht doch bestimmt auch einen Kurzschluss. Ich will da rein jetzt. Won't budge. Looks like some kind of electronic lock. Okay, warte mal. Hä? Nein. Willst du mich verarschen? Scheint wohl nicht zu gehen. Warum steht da mein Auto angezeigt? Gehe ich doch mal zum Auto. Es ist nicht das Auto, oder? Es ist nicht das Auto. Was ist denn das? Ist da drin das Ding, oder? Ah, okay. Ja, ich bin blöd, tut mir leid. Was haben wir denn hier? Mr. Castle, can I talk to you for a second? About what?
You and Bianca Brenner. What are you trying to... I saw you two last night. Even took some photos. But your wife doesn't need to see him. I just... Shut up. Not here. Let's go inside. One affair too far, Mark. Neue Verbrechensbeweise. Okay. Okay, okay, okay. That should open the main door. Ich wollte das zerstören und ich muss einfach nur Strom geben. Okay. Ja, das habe ich schon kapiert. Das könnte ich doch gar nicht lesen, wenn ich das nicht schon gemacht hätte, weil im Schwimmbecken der Schlüssel war. So, jetzt aber. Erdgeschoss. Unsere Körper, Beweise sammeln, werde den Müll los. 54 mal Müll. Stelle die Möbel wieder an ihren Platz. Ich habe noch ein Schoko-Osterei hier liegen. Und das schaut mich die ganze Zeit an. Es ist mittelgroß. Ich werde es jetzt einmal essen und in der Zeit nicht sprechen. Es tut mir leid. Aber ihr werdet es überleben. Wir gucken uns das Erdgeschoss an. Nur danke meiner Musik, Entschuldigung. Und viel besser. Klar, habe ich auch immer. Das lohnt sich ja hier richtig. Good old times. But now I have to deal with Jennifer's body. Fitness. Jennifer Fox, Miss Teen 2000. Exklusives Interview. Too tired to do anything but a fit body. Lorem ipsum dolor. Mhm. Richtig öffnen. Entschuldigung. Oh, oh, oh. Ich kann abspielen. Ich möchte dich hier. Nee, lass dich doch mal. Okay. Nein. So. Geht.
Okay. Können wir baden gehen? Nein? Okay. Ich glaube, das Badezimmer ist einfach nur dafür da, um Wasser zu holen. Können wir noch was klauen? Erdgeschossbeweise sammeln, Müll. A key. Where am I supposed to find a key in this mess? Ah, den finden wir schon. A smile in the mirror. Mhm. Make it look nice and clean. Ah.